Seit jeher konsumiert der Mensch alle erdenklichen Drogen, sei es als Heil- oder als Genussmittel. Ob Alkohol, Kokain oder Morphium, jede Droge entfaltet ihre Wirkung im Gehirn. Heute kann die Biologie erklären, wie Drogen in unseren Köpfen wirken. Und die Suchtforschung liefert uns wesentliche Erkenntnisse über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns. Cannabis ist eine der meistkonsumierten Drogen der Welt. Der Wissenschaft dient Cannabis heute als wichtiges Instrument in der Hirnforschung. Hier leistet das Kraut überraschend wertvolle Dienste. Cannabis sativa, gewöhnlicher Hanf, stammt ursprünglich aus der Bergwelt des indischen und chinesischen Himalayas und wird seit Menschengedenken zu rituellen und medizinischen Zwecken verwendet. Der größte Hanfproduzent der Welt ist Marokko mit einem Volumen von 2300 Tonnen pro Jahr. Cannabis wird entweder in Form von getrockneten Blättern geraucht, geläufig als Marihuana, Gras oder Ganja, oder als gepresster Harz, dem Haschisch. Kiff wiederum ist ein feiner Pollenstaub, der durch Schlagen der Pflanzen gewonnen wird, eine in Marokko traditionelle Technik. Mit über 160 Millionen Konsumenten weltweit ist Cannabis die mit Abstand am weitesten verbreitete illegale Droge. Wissenschaftliche Untersuchungen der Pflanze haben Erstaunliches zutage gebracht. Forscher wie Daniele Piomelli haben mit Hilfe der Droge ein System entdeckt, das eine zentrale Rolle im Gehirn spielt. Natürlich wissen wir heute schon sehr viel mehr als noch vor 10 Jahren. Doch viele Zusammenhänge sind uns nach wie vor unklar. Ich kann da keine genauen Zahlen nennen. Doch die Cannabinoid-Forschung ist heute in etwa auf dem gleichen Stand wie die Erforschung von analogen Transmittern wie Serotonin oder Dopamin vor 30 Jahren. Wir sind an dem sehr interessanten Punkt angelangt, an dem uns die Bedeutung dieses Systems allmählich bewusst wird. Das ist ungemein aufregend. Abschließende Erkenntnisse legen uns allerdings noch keine vor. Ohne Ratten und Mäuse wäre die Wirkung von Drogen bis heute weitgehend unerforscht. Viele ihrer Gene sind mit denen des Menschen identisch. Und Drogen rufen in ihren Gehirnen die gleichen verheerenden Reaktionen hervor. Die Menschheit hat diesen kleinen Tieren viel zu verdanken. Ratten kann man Drogen verabreichen, ihre Gene verändern oder sie sezieren. Das ist der traurige und doch notwendige Alltag in den Labors, wo unter Drogen gesetzte oder genmanipulierte Ratten mit ihren normalen Artgenossen verglichen werden. Um ihre Wirkung entfalten zu können, dringen die Drogen in das Kommunikationssystem unseres Gehirns ein. Unser Hirn ist nämlich hauptsächlich damit beschäftigt, mit sich selbst zu kommunizieren. Damit dies reibungslos funktionieren kann, befinden sich 100 Milliarden Nervenzellen in einem permanenten Dialog miteinander, bei dem sie chemische Botenstoffe aussenden, die Neurotransmitter. Diese Boten regulieren Schmerz und Glücksempfinden, Motivation und Erinnerung. Ein hochkomplexes Gleichgewicht, von dem alle Funktionen unseres Körpers abhängen. In dem engen Spalt zwischen zwei Nervenzellen kommen unsere Boten zum Einsatz. Hier an den Synapsen binden sich die Neurotransmitter an ihre entsprechenden Rezeptoren, um Informationen von der einen Nervenzelle an die andere weiterzugeben. Anfang der 90er entdeckten Forscher, dass die Cannabis-Moleküle an bestimmte Rezeptoren andocken. Unser Gehirn produziert also Moleküle, die denen des Cannabis sehr ähnlich sind. Sie bilden mit ihren Rezeptoren ein System, das Spezialisten wie Rafael Maldonado als endogenes, also körpereigenes Cannabinoid-System bezeichnen. Seit den 80ern ist die Existenz solcher spezifischer Rezeptoren bekannt.
Unser Gehirn, unser Körper ist für die Aufnahme von Cannabinoiden gerüstet. Wir besitzen spezifische Rezeptoren, bestimmte Proteine, die Cannabinoide binden. Natürlich nicht, um die Wirkung von Haschisch oder Marihuana erleben zu können, sondern als Teil eines komplexen, körpereigenen Cannabinoid-Systems. Um sich eine Vorstellung von der Bedeutung und der Größenordnung dieses Systems zu machen, muss man zunächst einmal wissen, dass die Zahl der Cannabinoid-Rezeptoren bedeutend größer ist als die Rezeptorenzahl irgendeines gewöhnlichen Neurotransmitters. Für mich ist unbestritten, dass das Cannabinoid-System eine zentrale Aufgabe erfüllt, von der noch vor 5 Jahren kein Mensch etwas geahnt hat. Einige Bereiche im Gehirn werden davon besonders stark angesprochen. Das Kleinhirn, das Koordination und Bewegung steuert, der Hirnstamm, das Kontrollzentrum von Atmung und Herzrhythmus, sowie das Striatum, der Hippocampus und die Amygdala, die für die Reflexbewegungen, die Erinnerung und für das Angstempfinden verantwortlich sind. Nachdem die Rezeptoren einmal gefunden waren, begaben sich die Wissenschaftler auf die Suche nach den cannabisähnlichen Substanzen, die unser Körper selbst produziert. Sie begannen mit der Erforschung einer wahren Terra incognita im menschlichen Gehirn. ...1992 gelang es ihnen, das erste endogene Cannabinoid-Molekül zu isolieren, das Anandamid. Sein Name leitet sich von Ananda ab, dem Sanskritwort für Glückseligkeit. 4 weitere folgten. Fachleute schätzen jedoch, dass es insgesamt rund 10 solcher körpereigenen Moleküle geben könnte. Dass diese Entdeckung so lange auf sich warten ließ, ist auf einen grundlegenden Denkfehler zurückzuführen. Die Forscher hatten bei ihrer Suche stets die klassischen Neurotransmitter vor Augen, mit denen Cannabinoide jedoch wenig gemein haben. Nehmen wir zum Beispiel das Dopamin. Dieser chemische Botenstoff wartet in der präsynaptischen Nervenzelle darauf, aktiviert zu werden. Daraufhin wird er in die Synapse freigesetzt und heftet sich an die Rezeptoren des Zielneurons. Die Cannabinoide sind normalerweise gar nicht vorhanden. Sie bilden sich nur, wenn das Gehirn sie braucht, und zwar aus den Fettsäuren der neuronalen Zellmembranen. Sodann gelangen sie in die Synapse und können ihre Rezeptoren an jeder beliebigen Nervenzelle stimulieren. Der Neuropharmakologe Jean-Paul Dassin erforscht seit langem die Wirkung des aktiven Cannabismoleküls Delta-9-Tetrahydrocannabinol oder kurz THC. Man kann sagen, dass das menschliche Gehirn Moleküle produziert, die mit den Drogen eng verwandt sind. Worin besteht nun der Unterschied zwischen den zugeführten und den körpereigenen Substanzen? Ein Hauptunterschied ist die Menge. Die Stoffmenge, die mit dem THC oder Opium aufgenommen wird, steht in keinem Verhältnis zu der im Gehirn freigesetzten Menge. Der zweite Unterschied ist der Wirkungskreis. Die körpereigenen Substanzen werden im Gehirn nur an einem genau lokalisierten Ort im Bereich der Synapsen und auch nur in einem winzigen Hirnareal freigesetzt. Die von außen zugeführten Stoffe hingegen überschwemmen das gesamte Gehirn und stimulieren sämtliche Areale gleichzeitig. Der Joint bewirkt lediglich eine Aktivierung des endogenen, also des körpereigenen Cannabinoid-Systems. Das heißt, sämtliche natürlichen Funktionen, die dieses System steuert, werden aktiviert. Unter dem Einfluss der Droge werden Cannabisraucher euphorisch. Schmerzen und Ängste verfliegen, Farben und Klänge werden intensiver wahrgenommen, das Kurzzeitgedächtnis verschlechtert sich, die Bewegungen werden langsamer, der Appetit wird angeregt.
Doch die Wirkung ist mit der von Kokain oder Heroin nicht vergleichbar. Eine Tatsache, der Cannabis seine Einstufung als sogenannte weiche Droge verdankt. Cannabinoide rufen keine ernsthaften körperlichen Reaktionen hervor. Sie zeigen eine psychotrope, also ausschließlich die Psyche beeinflussende Wirkung, die allerdings auch nicht dramatisch ist. Deswegen ist dieses Thema heiß umstritten und ruft Cannabis-Befürworter wie Cannabis-Gegner auf den Plan. Man kann da durchaus verschiedener Ansicht sein und im Grunde haben beide Seiten nicht ganz Unrecht. Im 19. Jahrhundert erfreute sich Cannabis auch in Europa wachsender Beliebtheit. Um 1850 trafen sich im Pariser Club des Hachichas so berühmte Personen wie die Schriftsteller Théophile Gautier, Charles Baudelaire und Gérard de Nerval oder auch die Maler Honoré Daumier und Eugène Delacroix. Zur Gesellschaftsdroge avancierte Cannabis allerdings erst Anfang des 20. Jahrhunderts in den US-amerikanischen Nachbarstaaten von Mexiko. In den 30er Jahren wird Cannabis in den westlichen Ländern verboten. Propagandafilme warnen vor den Gefahren. Marihuana wird als Mörder der Jugend gebrandmarkt. Doch die Musiker, Maler und Dichter der Beat Generation treten öffentlich für seinen Konsum ein. Und mit der Hippie-Bewegung Mitte der 60er explodiert die Zahl der jugendlichen Konsumenten zunächst in den USA und später auch in Europa. Cannabis wird zur Droge von Love and Peace. Ende der 60er dann huldigten die Songs von Bob Marley und die Rasta-Bewegung dem Ganja. So der jamaikanische Name der Droge. Herbs are good for everything. Why these people want to do so much good for everyone who call themselves governments and this and that? Why them say you must not use the herb? You see? And we check that and we can't find. We just see them just say, no, you must use it, you must use it because it make you rebel. Schätzungsweise 4% der Weltbevölkerung rauchen Cannabis. Um dieses Phänomen näher zu untersuchen, hat das deutsche Gesundheitsministerium eine Studie in Auftrag gegeben. Dieter Kleiber hat eine Befragung von 1500 Konsumenten ausgewertet. Bei den gewohnheitsmäßigen Konsumenten zeigte sich jedoch, dass es hier drei voneinander relativ eindeutig abtrennbare Untergruppen gegeben hat, die also so eine Subklassifikation ermöglichen und die sich inhaltlich wiederum in der Art des Konsums und der Konsummodalitäten differenzieren. Da gibt es zum einen eine Gruppe, die sogenannten Individualkonsumenten, die Cannabis zur Entspannung konsumiert, am Feierabend, alleine überwiegend und die dabei Musik hört oder liest etc. Die unterteilen sich die Individualkonsumenten deutlich von den sogenannten Freizeitkonsumenten, die zwar häufig teilweise konsumieren, aber nur im Zusammenhang mit anderen auf Partys, in Diskotheken etc., nicht aber, wenn sie alleine sind. Besonders interessant war aber eine dritte Teilgruppe, die sogenannten chronischen Dauerkonsumenten. Die hatten nicht nur am jüngsten begonnen, sondern sie hatten auch das niedrigste Durchschnittsalter und gleichwohl mit 28% die allerhöchste Abhängigkeitsrate. Also im Ergebnis ist unser Eindruck, dass Abhängigkeit bei Cannabiskonsumenten in Form einer psychischen Abhängigkeit auftreten kann, vergleichsweise selten auftritt,
bei 1-2% der gesamten Gruppe von Personen, die Cannabis konsumieren, aber vor allem bei dieser prävulnerablen Gruppe, die eben vorher schon Anpassungsprobleme, psychische Probleme aufweist. Abhängigkeit, das entscheidende Wort. Denn Cannabis hat eines mit allen anderen Drogen gemein. Es bewirkt, dass im Gehirn Dopamin ausgeschüttet wird. Ein Neurotransmitter, der beim Glücksempfinden eine zentrale Rolle spielt. Offenbar wird allein durch die Aussicht auf die Einnahme von cannabinoiden Drogen die Dopaminausschüttung in den Dopaminzellen stimuliert. Über die Nervenendungen kommt es im Nucleus accumbens zu einer erhöhten Dopaminfreisetzung. Das ist wichtig, denn der Nucleus accumbens ist eine Hirnregion, die bei der Steuerung unseres Verlangens nach Essen oder auch nach Drogen beteiligt ist. Die Dopaminausschüttung in dieser Region, die Aktivierung der Dopaminrezeptoren, könnte die Lust auf die Drogen also steigern. Im Labor von Rafael Maldonado werden die stimulierenden Eigenschaften von Cannabis bei Mäusen untersucht. Oder anders ausgedrückt, das Experiment soll zeigen, ob die Mäuse Cannabis mögen und von der Droge abhängig werden. Wir setzen die Mäuse in eine Kiste mit zwei Bereichen. Zunächst lassen wir sie ihre Umgebung frei erkunden. Anschließend injizieren wir ihnen im schwarzen Bereich Cannabis und im weißen Bereich eine Salzlösung. Wenn die Droge eine stimulierende Wirkung hat, werden sich die Mäuse also bevorzugt im schwarzen Bereich aufhalten. Reagieren sie ablehnend auf die Droge, werden sie lieber im weißen bleiben. Dass die Mäuse nach den Cannabis-Injektionen mehr Zeit im schwarzen Bereich verbringen, zeigt, dass sie auf die Droge ansprechen. Doch um den Grad der Abhängigkeit beim Menschen messen zu können, bemühen die Wissenschaftler das Diagnostische und Statistische Handbuch psychischer Störungen, kurz DSM-4. Das DSM-4 ermöglicht eine Klassifizierung, da es verschiedene Kriterien für Angstzustände, Depressionen, Schizophrenie und auch Abhängigkeit definiert. Bei einer sehr strengen Anwendung dieser Richtlinien kommt man zu dem Ergebnis, dass Cannabis tatsächlich ein gewisses Abhängigkeitspotenzial besitzt. Allerdings bezieht sich das nicht auf eine körperliche Abhängigkeit. Cannabiskonsum führt beim Menschen insofern nicht zur physischen Abhängigkeit, als dass nach dem Absetzen der Droge keine körperlichen Entzugserscheinungen auftreten. Eine körperliche Abhängigkeit ist also ausgeschlossen. Allerdings kann Cannabis zu einem übermäßigen Konsum verleiten, bis hin zum Kontrollverlust. Nur chronische Cannabisraucher zeigen körperliche Symptome, wenn sie die Droge absetzen. Dabei handelt es sich um Reaktionen auf die Veränderungen der Cannabinoidrezeptoren. Veränderungen, von denen man glaubt, dass sie unumkehrbar sind. Jemand, der jahrelang große Mengen Marihuana konsumiert hat und plötzlich damit aufhört, wird noch Wochen, wenn nicht Monate später unter depressiven Stimmungen, Angstgefühlen, Appetitlosigkeit und Reizbarkeit leiden. Gerade diese Reizbarkeit ist ein sicheres Anzeichen. Das ist schon interessant, denn Untersuchungen zeigen, dass wenn man den Betroffenen ein klein wenig THC verabreicht, also nur den Wirkstoff, nicht die Droge, kein Marihuana, quasi all diese Symptome vollständig verschwinden. Das zeigt, dass sich der Körper an diese großen Mengen Marihuana gewöhnt und dabei sein eigenes System zerstört hat, weswegen er jetzt ein gewisses Niveau halten muss. Die Zahl der Cannabisraucher, die aufgrund ihrer Probleme medizinischen Rat suchen, steigt. In der Suchtberatungsstelle von Philippe Battel geht es bei 3% der Fälle um Cannabiskonsum.
Das Wichtigste beim Cannabis ist eine sehr genaue Suchtdiagnose. Und die ist oft gar nicht so einfach. Zwar besteht wie bei anderen Suchtmitteln ein klarer Zusammenhang zwischen der konsumierten Menge und dem Grad der Abhängigkeit oder der Gefährdung. Doch dieses Prinzip lässt sich auf Cannabis nicht anwenden. Aus ganz einfachen Gründen. Die wenigsten Konsumenten wissen, welches Produkt genau sie eigentlich nehmen, selbst wenn sie immer nur bei einem Dealer kaufen. Der THC-Gehalt von Cannabis-Produkten variiert sehr stark. Smoke, Mary? Thanks. Are you sure Jimmy will be back soon? Sure, any minute. Zweitens erfordert eine solche Untersuchung, dass der Cannabiskonsument jeden Tag aufschreibt, was und wie viel er raucht. Was ihm wiederum sehr schwer fällt, da Cannabis das Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt. Hinzu kommen die verschiedenen Rauchgewohnheiten. Wurde der Joint herumgereicht? Wenn sie zu dritt waren, hat denn jeder ein Drittel bekommen oder hat einer stärker gezogen? Hier liegt bereits das erste Problem. Das zweite besteht darin, den Grad der Abhängigkeit zu ermitteln. Das ist schon deswegen kompliziert, weil die Betroffenen die Folgen lange Zeit herunterspielen. Das tun sie nicht in böser Absicht. Aber sie sind schlicht nicht in der Lage einzusehen, dass ihre Situation problematisch ist. Der typische Kiffer, der zu uns kommt, sagt: Ich kiffe, weil ich mich dann mit meinen Freunden sehr viel wohler fühle. Sobald man ein wenig nachbohrt, wird er zugeben: Wenn ich zu viel gekifft habe, schiebe ich echte Panik, dann packt mich die Kifferparanoia. Das führt dazu, dass ein guter Bekannter zum Fremden und zu einer potenziellen Bedrohung wird. Das macht mir Angst. Er erkennt also die unangenehmen und zerstörerischen Aspekte seines Tuns. Das bringt ihn zu dem Entschluss, aufzuhören. Und hier beginnt er abzuwägen. Soll ich aufhören? Soll ich weitermachen? Er selbst wird immer mehr negative Aspekte in die Waagschale werfen und damit die Waage zum Kippen bringen. Wir helfen ihm lediglich bei der Entscheidung. In Europa nimmt die Zahl der jugendlichen Cannabiskonsumenten seit Jahren beständig zu. Die Hälfte der französischen Jugendlichen unter 18 hat schon mal einen Joint geraucht. Laut Daniele Piomerli kann ein solcher früher Cannabiskonsum verhängnisvolle Folgen für das junge Gehirn haben. Jugendliche sind Erwachsenen in vielen Punkten gleich. Sie sind genauso groß, ihr Bart wächst, sie haben ein Sexualleben. Die Ähnlichkeit ist groß. Doch es gibt eine Sache, die der Mensch im Erwachsenenalter verliert. Und das ist seine unermessliche Neugierde, seine grenzenlose Offenheit, sein reges Interesse an allem Unbekannten. Der Grund dafür sind bestimmte Systeme im Gehirn, die beim Jagdtrieb, beim Forschungstrieb, bei der Neugierde des Menschen generell eine Rolle spielen und die sich in der Jugend entwickeln. Wenn man nun in dieser Entwicklungsphase anfängt, diese Systeme über die Maßen zu aktivieren, so kann das im Laufe des späteren Lebens erhebliche Probleme nach sich ziehen. Cannabis wird in erster Linie von Jugendlichen konsumiert. In der adoleszenten Phase also, in der sie vor großen Veränderungen stehen, in der sich ihre Persönlichkeit ausbildet, entsprechend ihrer Umwelt. Cannabis hilft ihnen, für den Moment, in dem es wirkt, sich von diesem Druck ein wenig zu lösen, dem Druck, sich an eine neue Umwelt anzupassen und erwachsen zu werden.
Bei einem gemäßigten Konsum kann das durchaus von Vorteil sein, weil es den Jugendlichen einen Ruhepol verschafft. Doch ein regelmäßiger Konsum von Cannabis wird diese für die Persönlichkeitsbildung so wichtige Konfrontation mit der Außenwelt hinausschieben, ja sogar beeinträchtigen. At a critical time when young people must make decisions that will shape their future, the people who become dependent upon marijuana are dependent on an escape that makes the unreal seem beautiful and the reality of life seem unnecessary. Now, Pat, wake up. Come on, Pat. Man könnte folgende Grenze ziehen. Wenn ein Jugendlicher bereits morgens anfängt, Cannabis zu rauchen, zu einem Zeitpunkt also, wenn der Tag mit seinen Herausforderungen noch vor ihm liegt, dann ist er wahrscheinlich gefährdet und er sollte gut aufpassen. Failing this, the next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. Einem Jugendlichen weiszumachen, dass er zwangsläufig süchtig wird, wenn er einen Joint raucht und dass er deshalb eines Tages an der Nadel hängen wird, ist der falsche Weg. Wenn man in einem offenen Gespräch versucht, ihn vom Kiffen abzubringen, stößt man auf taube Ohren oder noch schlimmer, man erreicht genau das Gegenteil. In hohen Dosen kann Cannabis psychische Abhängigkeit hervorrufen, jedoch keine körperliche. Wie aber soll man Prävention gegen eine Droge betreiben, deren Konsum wissenschaftlich gesehen ohne schwere Folgen ist? Ich möchte wirklich, dass Maßnahmen gegen Cannabis ergriffen werden. Daran führt kein Weg vorbei. Doch das muss erstens behutsam angegangen werden und zweitens muss man dabei berücksichtigen, dass auch wenn 50% der Jugendlichen diese Droge konsumieren, nicht auch gleich diese 50% gefährdet sind. So etwas zu behaupten, wäre sehr gefährlich. Denn dann könnten wir keine, wie die Aufklärungspolitik es formuliert, präventiven Botschaften mehr aussenden. Man darf die Zielgruppe niemals über ein Thema anlügen, indem man wissenschaftliche Daten verfälscht. Garay, you want to sample a cup entry? The Bubble Light. Bubble Light. It's a nice sharper taste. Ich übertreibe, wenn ich sage, dass ausschließlich Jugendliche Cannabis rauchen. Dennoch zeigen die Statistiken, dass der Konsum, der zum Teil schon mit 13, 14 Jahren beginnt, bis ins Alter von 18, 19, 20 ansteigt. Danach, so ab 20, nimmt der Cannabiskonsum dann rapide ab. Was im Übrigen ein weiterer Beweis dafür ist, dass Cannabis nicht per se abhängig macht. Man kann es problemlos absetzen. Denn sobald die Jugendlichen in ein geregeltes Arbeitsleben eintreten, stellen die meisten den Konsum ein und rauchen allenfalls noch ab und zu in ihrer Freizeit. In den letzten Jahren jedoch ist Cannabis zunehmend in den Verdacht geraten, eine schwere psychische Störung auszulösen, Schizophrenie. Diese Krankheit manifestiert sich in der Regel im späten Jugend- oder frühen Erwachsenenalter. Ihre charakteristischen Symptome sind Realitätsverlust, Persönlichkeitsspaltung, Wahnvorstellungen und Halluzinationen. Wenn man sich Patienten mit einem schizophrenen Krankheitsbild anschaut, die außerdem cannabisabhängig sind und ihre Krankheitsgeschichte chronologisch zurückverfolgt, stellt man fest, dass bereits vor dem Cannabiskonsum erste frühe Anzeichen der Schizophrenie zu erkennen waren. Psychiater sehen in ihnen heute psychotische Störungen in der persönlichen Entwicklung. Cannabis wirkt lediglich fördernd oder verstärkend auf ein Phänomen, das vorher schon da war.
Es scheint fast, als habe man den Zusammenhang zwischen Schizophrenie und Cannabis auf den Kopf gestellt. Tatsächlich haben Schizophrenie-Kranke eine hohe Neigung zur Drogensucht. Neben großen Mengen Alkohol und Tabak konsumieren viele Betroffene auch Cannabis. Schizophrenie-Kranke greifen sehr oft zu Cannabis, und zwar aus umfassend erforschten Gründen. Erstens, weil es ihnen hilft, ein Gefühl der Freude und keineswegs der Euphorie wiederzuerlangen. Denn eines der Symptome von Schizophrenie ist der Verlust der Fähigkeit, Freude zu empfinden. Cannabis versetzt sie pharmakologisch dazu in die Lage. Zweitens besitzt Cannabis auch über die Beschaffung der Droge hinaus eine gewisse soziale Komponente. Denn die soziale Isolation ist ein weiteres Symptom der Krankheit. Man kann sich also vorstellen, natürlich rein theoretisch, dass der Gebrauch von Cannabis bei einem Schizophrenen, der gegen seine Krankheit ankämpft, eine positive Wirkung zeigt. Dann würden Schizophrenie-Patienten Cannabis sozusagen als Heilmittel anwenden. Genau hier liegt das Kernproblem in der allgemeinen Diskussion über die Droge. Einerseits ist Cannabis in den meisten Ländern der Welt verboten, andererseits besitzt es erwiesenermaßen therapeutische Eigenschaften. In einigen Ländern wie der Schweiz ist die medizinische Nutzung und somit der Anbau von Cannabis gesetzlich erlaubt. Für mich ist es eine Premiere, dass die Ärzte beginnen, Hanf als Medikament zu verschreiben. In diesem Gerät wird der Blütenstaub extrahiert. Danach pressen wir ihn, damit er eine feste Form erhält und leichter zu transportieren und zu verschicken ist. In dieser Berner Klinik werden Multiple Sklerose-Patienten mit Cannabiskapseln behandelt. Wenn ich es nehme, kann ich wesentlich besser schlafen. Die anderen Medikamente sind sehr stark und sie haben zu heftige Nebenwirkungen. Ich habe sie nie genommen gegen das Zittern und die Krämpfe, weil die Nebenwirkungen wirklich so stark waren. Zu stark für mich. Bei dem Cannabispräparat habe ich überhaupt keine Nebenerscheinungen. Ich hoffe, es wird mir helfen. Wohlgemerkt, nur die medizinische Nutzung von Cannabis ist in der Schweiz erlaubt. Von insgesamt 300 Hektar Anbaufläche sind jedoch gerade mal 40 offiziell genehmigt. Der überwiegende Teil der Produktion ist für den illegalen Handel bestimmt und geht ins Ausland. In anderen Ländern wie in Frankreich begnügen sich versierte Hobbygärtner mit der Cannabiszucht im Wandschrank. Konsum und Anbau stehen hier unter Strafe. Jedes Jahr treffen sich Aktionsgruppen aus aller Welt und fordern die Legalisierung der Droge. Sie kämpfen insbesondere darum, dass Menschen, die an bestimmten Krankheiten leiden, Cannabis rauchen dürfen. Ich habe die Behandlung begonnen und die Nebenwirkungen waren erheblich. Mit Cannabis sind sie geringer. Und ich weiß nicht, wer mich daran hindern könnte, es anzuwenden. Die Botschaft des Gesundheitsministeriums muss daher behutsam und zielführend umgesetzt werden. Wenn ein Krebspatient, der im Sterben liegt, Marihuana braucht, halte ich es für ethisch bedenklich, ihm die Droge aus politischen Gründen zu verweigern.
Als erstes Land haben die Niederlande weiche Drogen legalisiert. Der Verkauf wird streng kontrolliert und ist den Coffeeshops vorbehalten. Jedes Jahr trifft sich die Fangemeinde in Amsterdam zum Cannabis Cup, eine Art Marihuana- und Haschisch-Contest. Das ist der Double Bubble, der dreifache Sieger im Cannabis Cup. Das ist sehr rein. Premier Cru, wie bei Wein. Spitzenhasch. In vielen Ländern fordern AIDS- und Krebspatienten das Recht, Cannabis rauchen zu dürfen, um ihre Schmerzen zu lindern. In Kanada, Australien und Europa haben sie bereits eine Gesetzesänderung erreicht. Die Droge wurde für medizinische Zwecke freigegeben. Marihuana ist nun mal eine Droge und hat Nebenwirkungen, die man dem Normalverbraucher im Alltag nicht ohne weiteres zumuten kann. Man würde ja auch nicht wollen, dass die Einnahme eines Schmerzmittels Gedächtnisverlust hervorruft. Das hätte fatale Folgen am Arbeitsplatz oder wenn der Patient in eine Dauereuphorie verfallen würde. Em casamento a mão da ai Natália a maconha mata de vergonha. Wir werden hier nicht darüber diskutieren, ob der medizinische Gebrauch von Cannabis gefährlich ist oder nicht. Das endogene Cannabinoid-System bietet auf jeden Fall eine gute Angriffsfläche für neue Medikamente. Die Schmerztherapie ist einer der Bereiche, in denen die Cannabinoid-Forschung die größten Erfolge erzielen kann. Die Schwierigkeit liegt allerdings darin, einen Schmerzhemmer auf der Grundlage der endogenen Cannabinoid-Biologie zu entwickeln, der keinerlei psychische Nebenwirkungen wie Euphorie, Verwirrungszustände oder Gedächtnisverlust nach sich zieht, wie es beim THC der Fall ist. Kern des Problems ist, dass Cannabis das Gehirn überschwemmt und alle Rezeptoren anspricht. Daher versuchen die Forscher gezielt auf das Cannabinoid-System einzuwirken, beispielsweise auf das körpereigene Anandamid. Es gibt jedoch auch Cannabinoid-Rezeptoren außerhalb des Gehirns, die bei der Schmerzregulierung eine Rolle spielen. Daher hat Daniele Piomelli ein Schmerzmittel entwickelt, das diese Rezeptoren in einem genau lokalisierten Bereich aktiviert. Erprobt hat er das Mittel an ischiaskranken Ratten. Wir haben eine Lösung hergestellt, die bei Patienten, die beispielsweise an Ischias oder Arthrose leiden, wie ein Gel oder eine Salbe auf die betroffenen Stellen aufgetragen werden kann. Das erstaunliche Ergebnis war, dass das Verhalten der Tiere, die mit Cannabinoid-Substanzen behandelt worden waren, darauf schließen ließ, dass ihre Schmerzen vollständig verschwunden waren. Mit dieser Salbe könnten chronische Schmerzen behandelt werden, die zu Nervenschäden führen und bei denen die gängigen Medikamente versagen. Weitere Erkrankungen, die mit Cannabinoiden behandelt werden könnten, sind Angstzustände oder Depressionen. In Tierversuchen haben wir die Deaktivierung des Anandamids gehemmt, sprich seinen Abbau blockiert, um damit seine Konzentration zu erhöhen. Die Wirkung ist im Vergleich zur Aktivierung von Cannabinoid-Rezeptoren viel zielgerichteter und hatte zumindest bei Tieren einen starken angstlösenden Effekt. Sobald das Anandamid seine Aufgabe in der Synapse erfüllt hat, wird es wieder in die Nervenzelle aufgenommen und dann von anderen Enzymen abgebaut. Würde ein Medikament diesen Abbau verhindern, könnte es sehr viel länger wirken. Das heißt nicht, dass dies auch beim Menschen funktionieren wird. Doch es ist ein Anfang. Nun können wir neue Komponenten entwickeln, die uns vielleicht zu angstlösenden Medikamenten für Menschen führen werden. Ich erwarte nicht, dass die Entwicklung von Anxiolytika und Antidepressiva auf der Grundlage des endogenen Cannabinoid-Systems leicht wird. Und auch nicht, dass solche Präparate in 2 oder 5 Jahren vorliegen.
Doch ich bin der festen Überzeugung, dass sie in 10 bis 20 Jahren zur Behandlung von neuropsychiatrischen Zuständen eingesetzt werden. Was noch erstaunlicher ist, heute weiß man, dass bestimmte Krankheiten auf Störungen des Cannabinoid-Systems zurückzuführen sind. Der Hypothalamus ist der Bereich im Gehirn, der den Appetit kontrolliert. Wissenschaftler haben bewiesen, dass auch hier endogene Cannabinoide wirken. Diese Tatsache kann für die Behandlung von Fettleibigkeit von Nutzen sein. Ein Pharmaunternehmen wird in Kürze ein neues Medikament auf den Markt bringen, das von der Cannabisforschung inspiriert ist. Heute weiß ich die Wissenschaft viel mehr zu schätzen als in jüngeren Jahren. Lange Zeit war mir nicht bewusst, welch ungeheuren Nutzen die Forschung für uns alle haben kann. Als ich in den wissenschaftlichen Betrieb eintrat, begriff ich allmählich, dass es hier immer nur um das eine geht: der Menschheit zu helfen, insbesondere in medizinischer Hinsicht. In rationally understanding and helping, particularly in the case of the medical sciences, humanity. Die Erkenntnisse der Wissenschaft sind allgemeingut. Und wir alle sollten uns dessen bewusst sein. Denn sonst wird die Politik niemals aufwachen. Das Wissen aus den Forschungslabors muss in die Entscheidungen der Gesundheitsministerien einfließen. Darauf kommt es letztendlich an. Bei der Erforschung der Wirkungsweise von Cannabis haben die Wissenschaftler ein körpereigenes System entdeckt, das für das Funktionieren des Gehirns und die Steuerung des Organismus von elementarer Bedeutung ist. Gegenwärtig gewinnen sie spektakuläre Erkenntnisse über Cannabis und unser natürliches Cannabinoid-System. Erkenntnisse, die der breiten Öffentlichkeit bisher wenig bekannt sind und die die Droge in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Die Cannabisforschung eröffnet völlig neue Perspektiven in der Schmerztherapie, in der Behandlung von Fettleibigkeit, Angstneurosen oder auch Multipler Sklerose. Die Forschung erlebt mit Cannabis eine wahre biologische Revolution.